Hallo, ich bin Jana Nerik und ich teile auf diesem Kanal mit dir all meine Erfahrungen aus der Praxis und all mein Wissen, das ich auch selber anwende, um mit klarem Herzen Entscheidungen zu treffen, um mit klarem Herzen zu leben und um gesunde und liebevolle Beziehungen zu gestalten. Genau, und das können wir aus dem Herzen heraus und das können wir, wenn wir in der Ruhe sind und das können wir, also das ist uns allen möglich, aber wir müssen aus diesem Stress raus und wir müssen aus diesem Hamsterrad raus. Und für uns Frauen sehe ich, dass dieser Weg nochmal anders ist und wenn du meine Sprache sprichst, dann ist dieser Inhalt für dich und wenn du spürst, dass du nach Wegen und Lösungen suchst für alltägliche Konfliktsituationen, für Triggersituationen, Lösungen, die, wo du nicht hart an dir arbeiten musst, wo du nicht noch mehr tragen musst als das, was du eh schon trägst, dann könnte die Herzensraumpraxis etwas sein, was dir einen Weg eröffnet, der ganz organisch und weiblich ist, indem du wieder zu deinem Spüren und Fühlen kommst und ganz natürlich in deinem Tempo ja, wieder in deine Mitte kommst. Und aus dieser Mitte heraus ist es für uns alle möglich, die Beziehung, die wir uns so sehr wünschen, zu leben und proaktiv zu gestalten und nicht mehr in diesem Gefängnis zu sein, aus Reizreaktionsmustern heraus zu agieren und uns hinterher auch noch dafür schlecht zu machen, dass uns das schon wieder passiert ist. Genau, der Herzensraum ist einfach ein Raum, den wir uns schaffen können. Es ist eigentlich ganz, ganz simpel, eine ganz schöne, einfache Möglichkeit für jede Frau, sich das in ihr Leben zu holen und auf ganz natürliche Art und Weise der eigenen Körperintelligenz zu folgen und dadurch zu wachsen. Und gleichzeitig ist es eine Möglichkeit, Stress relativ schnell, also wieder loszulassen, aus dem System rauszuholen, immer wieder eine Reinigung zu erfahren. Also mein Bild dafür ist, dass wir eigentlich ja alle die Kapazität in uns haben. Wir sind liebende Wesen, wir sind Wesen, die ein großes Herz haben. Und das Bild ist, dass die Liebe fließt durch uns hindurch und zwar die ganze Zeit. Wir haben die ganze Zeit Zugang zur Liebe und zu unserem Herzen. Und was passiert im Alltag und im Stress und durch Altlasten und Dinge, die wir an negativen Erfahrungen und Emotionen in uns speichern, ist, dass dieser Liebesfluss wie überlagert wird. Und wir brauchen eine Praxis und es gibt viele verschiedene Wege, wie wir uns wieder reinigen, wie wir die Emotionen fließen lassen können, wie das wieder abgetragen wird, sodass wir wieder zu unserem natürlichen Seinszustand zurückfinden. Und für uns Frauen ist es nochmal ein besonderer Weg, ein anderer Weg als für Männer, weil wir, wenn wir uns mit Frauen verbinden und das in unserer Weiblichkeit tun, spüre ich nochmal eine besondere Kraft, die das in uns, die sich in uns zeigt. Genau. Also in den folgenden Videos werde ich einfach Impulse geben. Ich werde die Herzensraumpraxis vorstellen. Ich werde auch ein Video machen, wo ich eine Anleitung gebe, wie du das selbst direkt umsetzen kannst. Ja, und alles, also ich habe vor circa 5-6 Jahren angefangen. Ich habe viel mit Gopal gearbeitet, mit dem ehrlichen Mitteilen. Ich habe mit Safini Diay gearbeitet, mit den Herzensschlüsseln und tue das immer noch. Ich habe viel von Vivian Dittmar gelernt. Und also das ist alles auch Literatur und Wissen, was ich dir empfehlen kann, wenn du dich damit weiter beschäftigen möchtest.
Und die Herzensraumpraxis ist eher ein Ort, der so entstanden ist aus meiner eigenen Praxis heraus. Und mittlerweile sehe ich, was dadurch möglich ist, was dadurch entstanden ist in meinem Leben. Genau, aber dazu mache ich noch ein anderes Video. Das ist jetzt erstmal, um dir die Möglichkeiten aufzuzeigen. Genau, bis zum nächsten Video.